So, weiter geht's hier mit Heidi, das Spiel zum Film und Heidi als Geisenhirtin. Und ich habe mir überlegt, ich werde die ganze Geschichte mal in eins aufnehmen. Weil wie man in der zweiten Geschichte gesehen hat, die erste Folge 40 Minuten oder irgendwie und die zweite nur so knapp 10 oder sowas. Ja, ich würde es gucken, wie lange es wird und dann gegebenenfalls in der Mitte teilen. Auf jeden Fall geht es mal weiter mit Heidi als Geisenhirtin. So, Maus brauche ich wie immer nicht. Brauche nur Tastatur. Vorerst. Ich mache mir Sorgen um Peter. Er war heute noch nicht hier. Hoffentlich ist nichts passiert. Heidi, lauf gleich ins Dörfli hinunter. Vielleicht hat der Bengel ja auch nur verschlafen. Mäh. Ja, das kann natürlich alles gut möglich sein. So, und wir müssen wirklich tatsächlich nur runter ins Dörfli. Was liegt eigentlich da? War das schon immer da? Achso, das ist der Eimer und der Brunnen ist zu. Mäh! So, haben wir irgendwas im Inventar? Feuerholz. Brauchen wir 6 Stück. Mal gucken, wo wir sowas finden werden. Mäh! So, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr gespielt, jetzt weiß ich gar nicht, wo es lang geht. Ich glaube hier, ne? Mäh! Da hinten ist noch ein Edelweiß. Ja, schon der richtige Weg. Und da liegt, glaube ich, Feuerholz rum. Jodeln! Oder auch nicht. Ach, das hat jetzt nur getäuscht hier. Das sind die Stämme von den Büschen. Naja, auch nicht schlecht. So, der Bengel, der hat das wieder verpennt. Ich habe euch gar nicht vermisst. Meine Güte. Ja. Oh, da kann man sogar durchlaufen. Oder auch nicht. Na, langsam. So, endlich unten angekommen. Ins Dörfli. Was willst du denn da schon wieder? Aua! Ist auch gut, dass man die so links stehen lassen kann. So, wo ist er denn hier jetzt genau? Auf 12 Uhr. Das ist doch nur die Großmutter. Ach, Kleines, gut, dass du kommst. Dem Peter geht es gar nicht gut. Oh nein, dann hole ich ganz schnell den Doktor. Der Junge hatte so hohes Fieber, da bin ich selbst gegangen, um den Doktor zu rufen. Ach, und dabei habe ich das schöne bestickte Taschentuch verloren. Kann ich denn gar nichts für Peter tun? Nun, du könntest beim Kaufmann ein paar Eier gegen Hustenpastillen eintauschen. Und haben wir Eier? Tatsächlich 3 Stück. So, der war doch, glaube ich, da unten gewesen, nicht? Was liegt denn hier rum? Oh nein, das ist der Rest von Großmutters Taschentuch. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Ach. So, hier kommt die Eierfrau. Guten Tag, Herr Kaufmann. Ich möchte gerne ein paar Hustenpastillen gegen die Eier hier eintauschen. Der Peter ist sehr krank. Ach, hast du eine Vorstellung, wie krank ich bin? Husten habe ich schon seit Wochen. Ich glaube nicht, dass im Vorratslager auch nur eine einzige Hustenpastille übrig ist. Aber ich kann für dich nachsehen. Komm später wieder. Ja, und wo soll man nun hin? Wieder zur Großmutter, aber... Nirgends hin? Hä?
Ich werde was gegen Peters Husten besorgen und nach dem verlorenen Taschentuch suchen. So wie das hier? Nee. Ach, Inventar, die Eier haben wir noch. Feuerholz. Was sagt denn die Großmutter dazu? Die ist schon wieder weg. Hier ist nix. Hier hat irgendwer bei Minecraft ein paar Karotten eingepflanzt. Ja, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Hier wohnt Eselbrügger. Und hier? Beate Strickler. Was? Gentarmerie? Was ist das denn? Auf jeden Fall ist hier gar keiner zu Hause. Wohl eher so sowas wie ein Gefängnis, wa? Tut. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin soll. Hallo? Ja, das ist jetzt... Das war jetzt auch nicht fair gewesen. So, jetzt aber. Lauf doch nicht weg. Hallo? So, hier unten gibt es auch nichts zu holen. Tja, wenn man jetzt wüsste, wo man hin soll. Na, guck mal, was haben wir denn hier? Der Postbote hat einen Brief an Frau Drösch verloren. So. Wo war denn jetzt Frau Trösch? Hat man die jetzt schon gehabt? Ja. Ist auch keiner zu Hause. Hm, hm, hm. Was blitzt da denn so auf? Feuerholz. Das kann man immer gut gebrauchen. 1 von 6. Da drüben ist ein Friedhof. Aber sonst auch nichts weiter. Das bringt ja nichts mehr. Beim Bahnhof, da waren wir auch noch gar nicht gewesen. Hm. Geh doch da hoch. Dörfli. Fahrkartenhäusli. Hier kommen wir bestimmt auch noch in irgendeiner anderen Geschichte hin. Das wäre jetzt auch zu krass gewesen. So, da geht's nicht rüber. Hm. Mensch, lauf doch da nicht immer gegen. So, Feuerholz brauchen wir noch 5. Na, guck mal, Postbote. Telegrafenamt. Auch keiner zu Hause. Dong. Na, komm schon. Was steht denn da drauf? Betteln und Hausieren verboten. T.
ja, Mensch. Oh, nicht du schon wieder. Ach ja, wenn man jetzt genau wüsste, wo man hin muss. Boing. Ach. Aua, aua. Ja, Mensch, ist doch gut. Oh. Ich glaube, da drüben habe ich was gesehen. Hä? Rumlauf, rumlauf. Da, Feuerholz. Feuerholz, das kann man immer gut gebrauchen. Jo. Ich werde etwas gegen Peters Husten besorgen und nach dem verlorenen Taschentuch suchen. Guck mal, noch eins. Ach nee. Ach. Hopp, hopp, hopp. Mäh. Ach so. Boing. So, da kann mir keiner was lesen. Du lässt mich zufrieden. Aua. Aua. Immer diese Suchaktion hier. Feuerholz, jetzt auch noch das Taschentuch. Aua! Wo bin ich jetzt eigentlich mittlerweile? Hm. Ja, hier geht's weiter. Muss doch mal eingezeichnet werden. Dödöp, dödöp. Aua! Whip, whip. Hier ist nix. Da auch nicht. Da ist ja gut. Boing. Feuerholz. Das kann man immer gut gebrauchen. Wie viel haben wir denn da jetzt? Müssten ja drei sein, ne? Jo, sieht nach drei aus. So, und was ist das da drüben? Ist ein Edelweiß, ne? Aua! Jo. So, mal gucken, ob ich das noch kann. Ups. Jo. So, jetzt, Mensch, du bist doch da. Ui. So, liegt hier noch irgendwas rum? Ja, Feuerholz. Guck mal an der Schau. Das ist Nummer 4. Feuerholz. Das kann man immer gut gebrauchen. Ja. Und da oben ist noch irgendwie ein Hinweis.
Na, was gibt's jetzt? Ich will etwas. Ja. Na, der Hinweis ist gut. So, da hinten liegt noch was. Aua! Muss mal kurz gucken, wie ich da hinkomme. Ja, Feuerholz. Mäh. Ja. So, Nummer 5. Feuerholz, das kann man immer gut gebrauchen. Nummer 5. Ja, ist ja gut. Ach ja, die Eier, ein Brief. Husch. Platsch. Ach Mensch, das ist bis ins Wasser gefallen. Vorsicht, einen schmalen Felsgrat. Manchmal verliert man ganz plötzlich das Gleichgewicht. So, warum liegt denn hier kein Feuerholz rum? Boing, boing. So, geh mal da rüber. Ja, siehste, Mensches, Kinder, ey, leck mich am Po. So, wieder die lange Suche jetzt. Das ist bestimmt irgendwo im Dörfli. Weep, weep. Komm ich da rüber gesprungen? Aua! So, komme ich hier auch schon rüber. Ja, die Fähigkeit kriegen wir bestimmt noch irgendwann aufgehalst. Hä? Na gut, dann würde ich mal sagen, suche ich auf jeden Fall erstmal entweder das nächste Feuerholz oder das nächste das Taschentuch oder was auch immer. Und dann bin ich gleich mal wieder da. So, ich habe das letzte Stück Feuerholz gefunden. Hier vorne liegt es. Und zwar, wo sind wir denn? Ach so, hier, da wo ich gerade hinzeige mit dem Zeigefinger. Ja, ziemlich weit weg. Gucken, ob das irgendwas bringt überhaupt. Feuerholz, das kann man immer gut gebrauchen. Tja, Inventar haben wir jetzt voll. Das kann jeder gut gebrauchen, ja. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Außer Boings. Da ist noch ein Edelweiß. Ob wir das mal wieder zu Peters Vater? Zu Peters Vater. Großvater, so. So heißt der junge Bengel. Bringen sollen. Aua! Na, kommen jetzt wieder die ganzen Klötze. Jo. Durchgelaufen. Hey. Aua! Ach. Hey. Aua!
Mensch, jetzt ist gut. Aua! So. Ja, gehen wir mal zu allem hoch. Ham, 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 ham. Und wann kommen sie? Na, es geht doch. Und noch ein Hör. Ob der Großvater überhaupt da ist? Ich wollte gerade sagen, einer fehlt noch, aber da ist er ja. So, überall sind ja auch umgekippte Bäume. Also irgendwann denke ich mal, dass wir sogar noch in dieser Geschichte das Balancieren irgendwie lernen. Bin ich hier noch richtig? Aua! Hey. Wip, wip. Tja. So, hier noch hoch, dann müssen wir ja bei einem sein, nicht? Jo. Sehr gut, Heidi. Tja, mehr gibt's da nicht für, oder was? Du bist ja einer. Ach, Mensch. Ja, was haben wir denn hier? Märchenstunde. Wir lesen zusammen ein Märchen. Wenn der Erzähler innehält, heißt das, dass ihm ein Wort fehlt. Seine Aufgabe ist es dann, ein Bildchen anzuklicken, das in den Text passt, damit er die Geschichte fortsetzen kann. Das hatten wir doch schon mal. Der gestiefelte Kater. Als der alte Müller starb, teilten sich drei Söhne das Erbe unter sich auf. Der jüngste aber bekam nur... Ich weiß es jetzt nicht. Als der alte Müller starb, der jüngste aber bekam nur... Klamotten? Nö. Mäuse? Auch nicht. Einen Kater. Hm. Dieser wünschte sich sehnlich ein paar... Stiefel. Rote Stiefel und versprach dem Müllersohn dafür reiche Belohnung. Als der Kater seine Stiefel bekommen hatte, begann er zu mausen. Die düngen. Geschenke? Vögeln? Oh. Rebhühner zu fangen. Okay. Und dem König noch allerlei andere schöne Dinge zu bringen. Er sagte, es seien... Keine Mäuse. Allerlei schöne, es seien Geschenke. Geschenke seines Herrn des Grafen. Nach einiger Zeit wollte der König diesen Grafen kennenlernen. Der Müllersohn badete gerade, als die Kutsche des Königs vorüberfuhr. Da der Kater seine... Kleider versteckt hatte, konnte der König nicht erkennen, dass er ein einfacher Müllersohn war und nahm ihn in der Kutsche mit. Der Kater lief zu einem nahegelegenen... Burg oder was es auch immer ist? Schloss, wo ein Zauberer wohnte, der sich in sämtliche Tiere verwandeln konnte. Also verlangte der Kater eine Kostprobe. Der Zauberer sollte sich in eine winzig kleine... Maus verwandeln. Als er es tat, verschlang ihn der Kater mit einem Haps. So kam der Müllersohn zu einem prächtigen Schloss mitsamt den Ländereien dazu. Der König war so begeistert, dass er ihm seine Tochter zur Frau gab. Alle lebten glücklich und der Kater blieb Zeit seines Lebens ein getreuer Freund der Familie. Ich habe gewonnen. So, was hat das jetzt gebracht? Mehr nicht, ne?
Ach ja. Jetzt geht die Suche erneut los. Huch. Boing. Alles abgrasen. Mäh. Oh, jetzt kommen wir hier durch. Wo geht's denn hier hin? Vielleicht sollte ich auch mal den Film gucken. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, da oben. Na, Holter die Polter? Nicht? Boing. So, ich glaube, das heißt, ich gucke mich gleich mal wieder um und melde mich dann zurück. So, ich glaube, ich werde hier gerade so ein bisschen verarscht. Bin hier mal rumgelaufen. Oben ging es auch rein, da kann ich ja gleich nochmal zeigen. Und jetzt ist hier so eine Hand über dem Taschentuch. So, die kann man zu einem guten Tee aufbrühen. Die Kräuter. Die Großmutter hat ihr schönes Taschentuch verloren. Könnte ich die Eier vielleicht gegen das neue hier eintauschen? Ja, gerne. Mann, nur. So, hier darf man nicht klauen. Und hier oben kann ich einfach reinspringen. Nein, nein, spring nicht. Doch. Man geht ja gar nicht. Na ja, gut. So, mal gucken, ob die Oma jetzt wieder da ist. I see you. Hallo, Oma. Ach, jetzt muss ich da wieder zu dem Dings hin. Ja, immerhin wird das jetzt mal wieder angezeigt. Das ist schon mal wieder jede Menge wert. So, mal gucken, wie kam ich denn da jetzt nochmal hin? Ja, ist ja gut, beruhig dich. Ach, da. Warte mal, das ist schräg, da kann ich doch runterrutschen. Hä? Ja, so nicht. Warte mal, das ist doch auch. Hier muss ich lang. Da sage ich doch. Jetzt sind doch die Blümchen hier. 7 Stück brauchen wir. 2. Da sind noch 3. Ja, 5. Ja. Hinter mir. Jetzt wollte ich gerade die 0 drücken, wie bei Tomb Raider. Meine Güte. Nix ist. Tot. Aua! So, du lässt mich auch mal in Ruhe. Dankeschön. Jetzt bin ich schon mal ganz woanders. Ach. Mhm. Hast du das gesehen? So,
So, wie komme ich da bloß hin? Rip, rip. Das ist doch schon wieder zu hoch hier, oder?